U10er, U12er und Anfänger der Jugendschule Rubenbauer und Gäste, die vielleicht auch mitmachen. Wir haben heute die Alina dabei. Die Alina macht ein bisschen mit, unterstützt mich, weil ich jetzt so ein alter Mann bin. Ja. Macht die Alina heute so ein bisschen mit? Es wäre nett, wenn noch ein paar andere vielleicht Bock hätten, da mitzumachen. Ihr könnt immer wieder mal mir eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe Lust. Dann dürft ihr gerne Videos mitmachen. Ist ein bisschen anstrengend, aber ihr kriegt das Ganze hier hin, wie ihr das seht. So, heute braucht ihr entweder zwei Judogürtel, wenn ihr habt. Wenn nicht, könnt ihr auch einen Hosengürtel nehmen. Ihr könnt eure Judohose nehmen, irgendwas. Und ihr müsst in diesen zwei Dingen ein Kreuz bilden. So, wir haben das schon mal gemacht, nur mit anderen Übungen. So. So, jetzt warte ich kurz, bis ihr das geholt habt. Natürlich braucht ihr wieder eure Wurfpuppe und eure Fallhilfe, damit das daheim dann nicht so arg wehtut. Und jetzt warte ich ganz kurz, dass ihr zwei Gürtel habt, das hingelegt habt, und dann erkläre ich euch, was für Übungen wir dann damit machen. Alina ist 9 Jahre alt, geht in die dritte Klasse, hat gerade gesagt, sie hat ein ganz tolles Halbjahreszeugnis bekommen. Voll gut. So, und du hast den gelb-weißen Gürtel, gell? Sehr schön. Also, unsere erste Aufgabe, die wir machen, ihr stellt euch in einen Teil dieses Vierecks rein. So, so wie ich jetzt auch. Und wenn ich sage, los, dann springt ihr in jedes Fach dieses Vierecks rein. Das heißt, so, ohne den Gürtel zu berühren. Das macht ihr 30 Sekunden in die eine Richtung und 30 Sekunden in die andere Richtung. Okay? Alina, bist du bereit? Ja. Sehr schön. Ich stelle kurz die Uhr ein. Und los geht's. Sehr gut. Die Alina macht es auch zum ersten Mal. Ich habe mit ihr das vorher nicht geübt. Deshalb seht ihr auch gleich mal, dass es alles hinhaut, ohne groß zu üben. Jawohl, du hast Halbzeit, Alina. Schön weiter. Super, 10 Sekunden noch. Perfekt. Gut. Und jetzt geht's in die andere Richtung und los geht's. Jawohl. Sehr gut. Ich höre schon das Schnaufen von der Alina, wird schon anstrengend. Super. Und stopp. Gut. Okay, nächste Aufgabe. Die kennt ihr auch schon. Haben wir schon gemacht. Ein Bein vor, anderes Bein hinter Linie. Und ihr springt immer so einen Wechselsprung hier so drüber. Ja? So, jetzt achtet auf eure Hände mit dazu, dass die Hände gegengleich gehen. Das heißt, wenn das linke Bein vorne ist, die rechte Hand vorne. Wenn das rechte Bein vorne ist, ist der linke Arm vorne. Okay? Das auch wieder 30 Sekunden. Und los geht's. Genau, super. Sehr gut. Ja, schon weiter. 10 Sekunden noch. Das schaffst du noch. Super. Und stopp. Gut. Geht's noch? Muss ich was trinken schon? Gut, geht noch. So, das nächste sind Hampelmann-Beine. Wer will, kann das schon mit Händen machen. Wenn das so ein bisschen schwer ist, macht es ohne Hände. Hauptsache die Beine sind jetzt mal richtig. Wenn den Hampelmann richtig macht, Hände runde Beine zusammen, dann könnt ihr es so machen. Ja, das Wichtige ist aber, dass hier Beine auf und zu. Das ist für uns heute mal wichtig. Wir machen ein bisschen Beinkoordination. Okay, also wenn ihr wollt mit Hände, könnt ihr aber auch gern ohne Hände machen. Bist du bereit, Alina? Und los geht's. Sehr gut.
Was in der Halbzeit? Und stopp. Gut. So, jetzt kommen wir so ein bisschen immer mehr in die Koordination rein zum Werfen. Die nächste Aufgabe lautet wie folgt. Ihr trennt auf der Stelle. Und wenn ich der Alina rechts sage, oder wenn ich rechts laut rufe, geht ihr mit dem rechten Bein kurz vor und dann wieder zurück. Wenn ich links rufe, mit dem linken Bein kurz vor und wieder zurück. Rechts. Ich kann nur zweimal rechts sagen, müsst ihr nochmal vor. Ja? Da gut zuhören. Das wird jetzt anstrengend, denn das machen wir jetzt eine Minute. Kriegst du es hin? Okay, willst du kurz was trinken? Okay. Könnt auch kurz was trinken, nicht vergessen. Immer ein bisschen was trinken, dass ihr genügend Benzin im Tank habt. Das ist schon ganz schön anstrengend, was wir machen. So, dann starten wir. Auf der Stelle treten. Die Zeit läuft. Genau. Jetzt gut zuhören. Rechts. Rechts. Links. 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 Rechts. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Sehr gut, schön weiter. Das heißt, der Halbzeit. Muss ein bisschen schneller treten. Jawohl. Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Gut. Nicht mehr lange. Rechts. 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 Gut, super. Okay. Ähnliche Übung. Jetzt dürft ihr aber auf der Stelle springen. Und wenn ich jetzt sage rechts, müsst ihr mit dem rechten Bein in das andere Feld rücken. Ja, wie so eine kleine Drehung machen. Zack. Dann wieder zurückspringen. Und dann mit dem linken Bein. Zack. 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 Immer mit der Hüfte drehen. Ja. Okay. So, bist du bereit? Ja. Okay, und noch ein bisschen Pause. Okay, muss sagen, ja? Wenn du ein bisschen Pause brauchst, kann man ruhig ein bisschen auch eine Pause machen. Wie gesagt, ist sehr anstrengend. So, und ab geht's, spring auf der Stelle. Ja, geh ruhig ein bisschen weiter vor. Genau. Links. Jawohl, super. Und gleich wieder zurück. Rechts. Super. Links. Jawohl, der war gut. Ein bisschen weiter vor, genau. Rechts. Super. Rechts. Rechts. Sehr gut. Links. 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 Jawohl. Links. Super. Rechts. Jawohl. Links. Jetzt ist gut. Links. Jawohl. Links. Sehr gut. Und rechts. Super. Für was ist das gut? Warum machen wir das? Zum einen, dass ihr natürlich schneller eindrehen könnt, dass ihr irgendwann mal blitzschnell hier so rum könnt und werfen könnt. Und zum zweiten, dass ihr ausweichen könnt. Ja, wenn ein Partner eindreht, dass ihr schnell von ihm runterspringen könnt. Ja, und nicht wartet. Da sind die Übungen eigentlich ganz geschickt, die wir so machen. So, die nächste Übung ist eine Eindrehübung. Jetzt schwierig. Ich zeige es langsam vor. Hat die Alina auch noch nicht so gemacht. Deshalb seht ihr mal, wie das dann so ist. Ja? Also, wenn ich jetzt rechts sage, geht das rechte Bein rein und das linke Bein rüber. Bleibt ihr so stehen. Ja? Wenn ich links sage, geht das linke Bein zurück. Wenn ich nochmal links sage, geht das linke Bein rein. Ihr dreht euch also immer entweder im Halbkreis oder auch im ganzen Kreis, je nachdem, was ich sage. Dazwischen drin macht immer Hampelmann Beine. So, jetzt sage ich rechts,
Dann geht's bam bam. Und mit der Hampelmann Beine. Dann sage ich links. Bam bam. Hampelmann Beine. Okay? Brauchst du ein bisschen Pause? Wollen wir was trinken? Okay. Gut. Bist du bereit, Alina? Ja. Seid ihr auch alle bereit? Super. Dann legen wir los. Geh ein bisschen nach vorne, du musst so weit springen. Genau. Und los geht's. Links. Genau. Rechts. Da bist du jetzt. Warte mal ganz kurz. Hast du gemerkt? Da ist ein linken Bein nach vorne gegangen, ja? Okay. Und geh ein bisschen vor. Und rechts. Genau, der war gut. Links. Jawohl, der war super. Links. Jawohl, spitze. Links. Genau, super. Rechts. Gut. Rechts. Jawohl. Links. Super. Rechts. Links. Links. Rechts. Sehr gut. Ohne Fehler. Super. Sehr, sehr gut gemacht. Okay. Also, diese Übungen sind sehr wichtig, damit wir das Eindrehen mal ein bisschen besser können. Später soll es mal so sein, dass ihr das blitzschnell hinbekommt. Ja? So, jetzt haben wir ein bisschen was für die Beine gemacht. Oh, was ich vorhin gesagt habe, wir machen ein bisschen was für die Arme auch. Sag, du darfst in eine Liegestützposition vor, vor den weißen Gürtel gehen. Genau. Und jetzt machen wir so was Ähnliches. Das geht aber nicht so lange, sondern wir machen insgesamt das Ganze 7-mal. Wir machen 7-mal Liegestütze. Okay, 7 ist meine Lieblingszahl, deshalb machen wir 7. So, wenn ich sage rechts, gehst du mit der rechten Hand über die weiße Linie und machst eine Liegestütze. Und dann gehst du wieder zurück. Okay, mach einmal. Rechts. Liegestütz. Und wieder zurück. Links. Okay, gut. Jetzt wieder runtergehen, Alina. Ja, also ihr habt gemerkt, wie es geht. Wenn ich sage rechts, geht die rechte Hand nach vorne, kurze Liegestütze. Zurück. Und ich sage links, geht die linke Hand nach vorne. Liegestütze. Ja, bist du bereit? Ja. Okay. Und rechts. Sehr schön. Rechts. Links. Rechts. Links. 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 Und einmal rechts. Sehr gut, Rotstab. Super. Wofür könnte es sein, Alina? Für die Arme. Ja, für die Arme. Wenn du jetzt zum Kämpfen denkst oder ans Judo-Training denkst, wofür kann das sein? Wenn man auf dem Boden liegt, dann... Auch, aber in einem Stand bist, dass du auch schnell zufassen kannst. Mhm. Ja, und dann wegdrücken kannst, wenn der eintreten will, oder kannst du auch anziehen dann, ja? Mhm. Dafür ist das da. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Kannst du mal ein paar Liegestütze? Mhm. Oder brauchst du eine Pause? Kannst du mal, oh, Maschine, die Alina. Sehr gut, die hat da was gemacht, ja? Nicht übel. So, ich zeige es kurz vor. Wenn ich jetzt sage rechts, dann geht ihr rechts zuerst vor, links zuerst vor, Liegestütz und springt zurück. Geht das? Mhm. Okay. 7 Stück. Wenn ich sage links, geht ihr links zuerst vor, rechts zuerst vor, eine Liegestütz und dann springst du wieder zurück. Willst du kurz was trinken? Okay. Okay. Jetzt könnt ihr auch kurz was trinken, wenn ihr wollt. So, also Liegestützposition einnehmen. Sehr gut. Wir machen 7 Stück wieder. Oder kann man auch mehr machen, Alina? War 7 gut? Oder schaffst du noch 2 mehr? 2 mehr. 2 mehr, also machen wir 9. Oh, die Alina, die ist ja stark. Also, fertig. Und rechts. Genau. Und zurück. Super. Rechts. Super. Links. Links. Fast die Hälfte. Und rechts. Spitze. Links. Noch 3. Rechts. Und rechts.
Und links. Und fertig. Super. Echt stark gemacht, Jalina. Spitze. So. Arm. Das war's mal für die Arme. Jetzt machen wir ein bisschen was für den Bauch. Oh, hab ich dir vorher auch nicht gesagt. Ja, Mann, bin ich fies, ja? Ich habe der Alina schon vorher ein bisschen gesagt, was wir machen, habe aber das Krafttraining in Arm und Bauch und so habe ich weggelassen. Ich hoffe, sie sind böse auf mich, aber ich glaube nicht, gell? Gut. Also als nächstes für den Bauch legt ihr euch auf das Kreuz mit eurem Popo. So, da wo sie die Gürtel treffen. Nehmt die Beine nach oben, Hände rechts und links und dann legt ihr eure Beine auf die linke Seite ab, aber aufpassen, die Füße gehen nicht auf den Boden, die bleiben in der Luft. Und wir gehen rüber auf die andere Seite und hier auch, Füße bleiben in der Luft. Immer an der weißen Linie entlang, jetzt bei uns die weiße Linie, legen wir die Beine. Und ihr macht nicht so, also nicht die Beine einknicken, sondern die Beine sind ganz gestreckt. Ja, ganz gestreckt. Dass du die seitlichen Bauchmuskeln ist das. Okay? So, das machen wir nach Zeit. Wir machen das 30 Sekunden. Genau. Sehr gut. Arme ein bisschen höher, dann kannst du dich besser abstützen. Ja, super. Noch ein bisschen höher die Beine. Jetzt bist du gerade. Und du darfst loslegen. Rechts und links. Jawohl, wieder hoch. Super. Sehr gut. Jawohl, hast gleich schon die Halbzeit. Gut. Schön da mit der Seite liegen, der Seite abfangen. Jawohl, Alina. Super. Jawohl. Gut. Und noch ein, kriegst du hin. Und stopp. Und so bleiben. So bleiben. So, jetzt machst du deine Hände unter den Popo. So, Beine gestreckt. Und jetzt schwingt ja wieder die Füße hier so runter. Und kurz bevor sie den Boden berühren, kommt sie wieder hoch. Okay? Kopf nach oben, sonst geht sie zu sehr hier ins Hohlkreuz. Also müsst ihr den Kopf hoch machen und die Hände nur den Popo machen, damit der ganze Rücken auf dem Boden liegt. Das sollte nicht so sein. Und ihr könnt hier ein ganzes Brett runterschieben. Ja, so der ganze Rücken muss auf dem Boden sein. Und die Beine immer gestreckt halten. Bist du bereit? Mhm. 30 Sekunden und ab geht's. Jawohl. Super. Sehr gut. Und noch 15 Sekunden hast du. Halbzeit schon. Jawohl, jetzt ist er ein bisschen schwungvoller. Sehr gut, Alina. Spitze. Und stopp. Gut gemacht. Kann man was vom Bauch machen oder ist es schon kaputter Bauch? Man kann auch was machen. Kann man. Sehr gut. Ihr auch hoffentlich, ja? Nicht nur die Alina. So, darf auf der Linie sitzen bleiben. Genau, komm noch ein bisschen weiter vor mit dem Popo an das Kreuz. So, jetzt legst du die Hände auf deinen Brust so. Die Füße stellst du auf. So, genau, ein bisschen breiter. Genau, und jetzt legst du sie nach hinten ab. Immer auf die und kommst wieder hoch. Mhm. Schaffst du das? So, das 30 Sekunden lang. Seid ihr soweit? Ja. Fertig und ab geht's. Genau, super. Jawohl. Die Alina hat was in der Corona-Zeit gemacht hier. Die hat trainiert, die ist gut. Super. Noch 15 Sekunden, Alina. Jawohl. Starkes Mädel. Und stopp, schaffst du ein paar? Ja, super, dann lass mal ein bisschen Zeit laufen. Komm, machen wir nur 15 Sekunden. Ja, spitze. Sehr gut. Halt mit durch mit Alina, ne? Nicht vorher aufhören. Schön mithalten mit Alina. Spitze, oh, die kann ja immer noch. Super. Ja, oh, jetzt hat sie den Anschein. Ja, aber jetzt ziehst du noch durch. Komm, hast du 10 Sekunden, dann hast du fast eine Minute. Stark. Und stopp, das soll reichen. Super, Alina. Sehr gut. So, weißt du noch, welche Muskelgruppe fehlt? Die
Wir haben Bauch gemacht, wir haben die Beine vorgemacht, wir haben die Arme gemacht. Der Kopf fehlt noch ein bisschen, ja. Wir haben ein bisschen mit dem Ding mitgemacht, aber wo hast du noch ganz viele Muskeln? Am Rücken, genau. Musst du was trinken, Alina? Nein. Okay. So, dann legst du dich hier auf den Gürtel drauf, den gelb-orangenen. Warte, andersrum. Den Kopf nach oben und auf den Bauch. Entschuldigung, muss ich besser erklären. So, jetzt komm ein bisschen weiter zurück, sodass du den weißen Gürtel anfassen kannst. Noch ein bisschen weiter runter. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jawohl, super. Und jetzt machst du die Arme breit, fest den weißen Gürtel an. So. So, warte kurz, anders anfassen. Und jetzt spannst du mal den Gürtel. Ganz, ganz tolle Spannung. Du musst ein bisschen enger fassen, glaube ich, sonst geht's nicht. So. Und jetzt hebst du den Gürtel hoch und legst ihn hinter deinen Kopf. Jawohl, super. Und jetzt wieder nach vorne runter. Jawohl. Schaffst du das auch in einer Minute? Ja. Okay, wichtig dabei immer, den Kopf hochhalten. Ja? Nicht den Kopf ablegen, Kopf muss immer oben sein. Und hier hinten Spannung im Rücken. Richtig festmachen im Rücken. Ja? Bist du bereit, Alina? Ja. Dann ab geht's. Jawohl, super. Sehr gut. Jawohl, da sieht man genau, wie sie ganz gespannt ist, alle Muskeln angespannt hat. Macht sie sehr gut. Genau, super. Wir haben 30 Sekunden. Geht's noch? Ja. Sehr gut, machen wir ein bisschen länger. Top. Voll. Noch 20 Sekunden. Noch 15. Und noch 10. Drei, zwei, eins. Stopp. Gut, Alina. Schaffst du noch eine Rückenübung? Oder bist du kaputt? Nein. Okay, die zeige ich aber vor. Das ist zum Erklären, glaube ich, ein bisschen schwierig. Deshalb zeige ich sie mal vor. Ihr wisst sicher, und du weißt sicher, wie beim Auto ein Scheibenwischer aussieht, wenn der so hin und her geht. Genau. Und sowas ähnliches macht ihr auch. Ihr legt euch wieder auf euren Gürtel drauf, auf das Kreuz. Hebt hier den Gürtel hoch und gestreckt nach vorne. Und dann, sie dürft die Hände nicht ablegen. Sie müssen immer in der Luft sein. Und dann geht ihr wie ein Scheibenwischer rechts, links. Hin die Beine dürft ihr ruhig ein bisschen breiter machen. Ja, die müssen auch nicht in der Luft sein. Und da geht ihr immer von rechts nach links. Das ist für die seitliche Rückenmuskulatur. Huch, war für mich schon ganz schön anstrengend, die zwei Dinger. Und du schaffst so viel. Boah. Alina, Maschine. So. Musst du vor was trinken? Ja. Okay, trink auch kurz was. Von vielen Reden wird mir dabei der Mund trocken. Also, die letzte Kraftübung. Obwohl, eine haben wir noch. Eine machen wir noch. Eine nach dem Stehen. So, bist du bereit, Aline? Du kannst ruhig ein bisschen enger nehmen, dann ist es besser. Du kannst ruhig die Arme ein bisschen abwickeln. Das ist, du musst die Arme nicht strecken. Du musst die Arme nur nach vorne strecken. So, und so kannst du mal ein bisschen breiter machen. So, jetzt. Arme hoch und ab geht's. Ja, den Kopf mitdrehen. Jawohl, super. Füße ruhig runter hinten. Dann kannst du besser halten. So ist gut. Spitze. Jawohl. Wenn ihr gerne guckt, da seht ihr dann, wie sich hier die Rückenmuskeln rechts und links bewegen. Super. 30 Sekunden noch. Jawohl. Ein bisschen abstützen. Komm, ich halte meine Füße hinten. So, jetzt einfacher. Na, Kopf mitdrehen. Schaffst du es noch? Ja. Hast noch 20 Sekunden. Ja. Genau, super. Noch 15. Und noch 10. Und die letzten 5. Und stopp. Super. Gut,
Training. Dann darfst du aufstehen. Dann sind wir fast fertig mit dem Krafttraining, natürlich nicht so mit dem Training. Sondern eine Zusatzaufgabe, die kennt ihr eigentlich vom Training. Ja? So, nur nicht mit dem Gürtel. Was wir jetzt machen, komm, das kannst du ja besser. Mach mal eine Kniebeuge, Alina. Genau. Kniebeuge ist nicht ganz richtig bei der Alina, weil hier, genau, bleib ruhig mal so, wie du warst, auf der Zehenspitzen vorne. So, die Ferse muss immer auf dem Boden sein. Ihr dürft nicht so machen. Sonst wird da zu sehr so eine Sehne hier vorne belastet. Ja, muss ich euch nicht groß erklären, aber da kriegt ihr zu schnell Knieschmerzen. Deshalb schaut, dass der ganze Fuß auf dem Boden ist. Ihr stellt euch Schulterbreite hin und gebt den Popo so tief runter wie möglich. Ja? Jetzt kommt die Schwierigkeit dazu, das ist jetzt eine Dehnübung, was wir machen. Dehn und Kraft ein bisschen zusammen. Jetzt kommt noch mehr, Alina. Jetzt nimmst du den Gürtel so hoch. So, hebst du ihn so hoch. Ja, genau, immer gespannt. Dreh dich mal zur Kamera. So, die Arme sind in deinem Kopf. Beine ein bisschen breiter. Jawohl, und jetzt machst du eine Kniebeuge. Genau, Knie nach außen. Ja, nicht unten ist zurückgehen, Knie nach außen. Komm runter, 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 runter mit Po. Ja, jetzt hast du es. So, bist in die perfekte Position und wieder hoch. Super, achte darauf, dass der Gürtel immer hinter dem Kopf ist, nicht vor dem Kopf. Damit euer ganzer Rücken, Po und die Beine gedehnt. Ja, ist ganz wichtig zum Werfen. Warum? Weil ihr ja ganz tief gehen müsst bei den Würfen. Okay, mach's nochmal. Jawohl, und jetzt wieder hoch. Super. Ey, die macht eine Spitze, das kriege ich nicht mal so hin. Los geht's. Jetzt haben wir 10 Stück. 1. 2, 3, macht sie automatisch. Achte, dass deine Knie immer nach außen gehen. 4, nicht nach innen rein, nicht so machen, sondern die Knie müssen nach außen. Spitze, jetzt muss ein bisschen tiefer, der macht muschi muschi. 6, 7, noch tiefer. 8, 9, 10, super. Das könnt ihr jeden Tag machen. Ich schaffe es leider nicht mehr so, bei mir gehen immer die Arme nach vorne, weil ich das früher nicht so oft gemacht habe leider. Ja, aber wenn ihr jetzt schon damit anfangt, ist super, dann seid ihr komplett gedehnt hier. So, Alina, jetzt darfst du deine Puppe nehmen. Und wie immer machen wir unsere 6 Hauptwürfe. Die 6 Hauptwürfe sind die Schlangen, ist der normale Wurf plus die Schlangentechnik. Schlangentechnik heißt immer, ihr haltet das Revers fest. Ja, beim Werfen. Okay? So, wir machen das heute in einer Rückwärtsbewegung bei jedem Wurf. Das heißt, ich zeige es mal kurz. Ich zeige es kurz vor. Wir fangen wieder mit dem ersten Stock an. Erster Stock ist immer hier unter der Ogoshi. Ihr packt den Arm. Ihr reißt eure Puppe 2-3 Mal an, je nachdem, wie viel Platz ihr habt, ja, daheim. Vielleicht reicht es auch nur zu einem Schritt. Ihr müsst ja halt einmal anreißen. Ja, ich mache es dazu 2-3 Mal. 1, 2 und beim dritten Mal drehe ich ein und werfe Ogoshi. Dann auf dem Rückweg machen wir gleich die Schlangentechnik. Ich zeige kurz den Unterschied vor nochmal, dass es alle versteht. Schlangentechnik heißt, jetzt fasse ich hier das Revers an und der Arm geht auf den Rücken. Dann wieder 1, 2, eindrehen, tief hoch und werfen. Okay? So. Wir fangen an, erster Stopp. Wir machen jeden Wurf 2 Mal. Also 4 Würfe machst du jetzt, Alina. Kannst gleich unten fassen. Immer Goshi-Griff. Genau, ganz rum. So weit wie möglich sind wir am besten. Und ab geht's, Alina. 1, 2 und eindrehen, Feuer. Genau, Spitze. Und wieder hoch. Jetzt greifst du um. Nein, jetzt greifst du ans Revers. Und da auf den Rücken. Mit der Hand auf den Rücken. Jawohl, jetzt richtest du so runter ein. Ja? Wieder 1, 2 und Feuer. Genau. Die Alina könnte noch ein bisschen tiefer gehen. Weißt du das? Die streckt ihren Popo so ein bisschen raus, muss ein bisschen tief gehen und dann hoch. So, die nächsten 2 nochmal. Nochmal den ersten. Ogoshi. Zug, Zug und eindrehen tief hoch. Genau. Wenn du unten bist, dann katapultierst du raus. Und dass der hochschießt. Und die Schlangentechnik. Umarmen gleich mit der linken Hand. Halt, linke Hand. Ja, dann Revers. Jawohl, super. Zug, Zug und ein Feuer. Ah, der war gut.
super. Okay, jetzt gehen wir in den zweiten Stock. Der zweite Stock geht von hier unten am Rücken, geht ihr jetzt ans Revier. Jetzt zieht ihr wieder. Eins, zwei, und dann macht ihr Morotte Seonami. Anreißen, Ellbogen unten rein, eure zwei Schritte tief gehen und jetzt katapultiert ihr den raus, dreht euch und werft. Auf dem Rückweg macht ihr die Schlangentechnik. Da müsst ihr jetzt erstmal so gefasst halten. Ich zeige es mal zu euch hin, dass ihr es nochmal seht. Du kannst dir vorstellen, dann siehst du es ein bisschen besser. Selber trifft zuerst. Eins, zwei und jetzt lasst den Arm los. Die Schlange geht hier unten rein. Ihr macht hier zu, die Schlange umwickelt den Arm. Macht eure zwei Schritte, geht tief, kommt hoch und werft den Ippon Seonagi, heißt der. Morotte Seonage, Ippon Seonage. Auch wieder viermal im Rückwärtsgehen. So. Zug, Zug und Halbstopp. Nicht schlecht, aber wir machen hier darum, wo der Arm geht. Das andere Mal zurück, komm ich euch und dann geht weiß. Ja, muss man machen. Nicht schlecht, machst du nochmal. Warte, geh nochmal zurück. Ich zeig dir mal ganz kurz, was du mit der Hand machst. So. Und dann schiebst du den Ellbogen hier unten rein nachher. Okay, wieder mal Zug, Zug und jetzt genau, super. Tief hoch und Feuer. Jetzt war es super. Sehr gut. Genau, können wir wieder die Puppe richten. So, jetzt der Wehr festhalten, wieder ziehen. Zug, Zug und jetzt Schlange rein. Jawohl, umarmen und bumm. Jawohl, gut. Und noch einmal. Zug, Zug, jawohl, eins, zwei Schritte. Denk mal an die Übung ein bisschen, wenn du deine Schritte machst, sagst du, eins, zwei, denk an das Viereck, was wir vorgemacht haben, ja? Das sind genau die zwei Schritte, die du brauchst. Arm wieder. Eins, zwei, jawohl, jetzt der war richtig und durchziehen. Siehst du, jetzt ist die Puppe auch besser drauf. Ja, wenn er nicht so viele Schritte macht und sowas, dann ist die Puppe viel besser auf eurem Rücken. Super! So, letzter Stock ist der dritte Stock oben. Das heißt, ihr fasst diesmal oben drüber auf den Rücken. Und ich sage es immer wieder, ihr müsst hinten reinfassen, sonst bekommt ihr keine Wertung. Wenn ihr nur den Kopf nehmt, wenn ihr nur so macht, ja, bekommt ihr eine Strafe. Deshalb müsst ihr den Judo-Anzug fassen. Und wieder Zug, Zug, eindrehen. Tief hoch, Baum werfen. Auf dem Rückweg fasst das Revers an und ihr geht mit der Armhand oben drüber. Zug, Zug, einbringen, tief hoch und werfen. Okay. Ist alles so? Genau. So, und hier, genau, super. Und ab geht's. Zug. Jawohl, zwei Schritte. Eins, zwei, tief. Jawohl, super. Jetzt machst du es richtig gut mit den Schritten. Jetzt genau, andersrum fassen jetzt. Ein ganz Revers, ein Bein oben drüber. Jawohl. Sehr gut, super. Links ist fast besser als rechts bei dir. Da könnt ihr auch mal sehen, weil ich es gerade zu Arina gesagt habe, auf welches Seil ihr besser eindrehen könnt. Links oder rechts rum. Ja? Oh, jawohl, super. Und noch einmal zurück das Ganze. Jawohl. Gut. Halt, da musst du es leer fassen. Dann musst du es genau jetzt. Haben wir vier? Kannst du ganz viel zählen oder quatschen? Jetzt hier wieder den Arm. Andersrum. Das ist ja das gerade gemacht. Jawohl, genau so. Sehr gut, super. Okay. Gut. Was haben wir jetzt noch nicht gemacht? Wir kommen danach nochmal zur Puppe. Entschuldigung, das habe ich jetzt ganz vergessen.
Nee, machen wir am Ende. Fallen machen wir diesmal am Ende. Kurz vor denen kommen wir zum Fallen. So, als nächstes kommen wir zu unserem Fußwurf. Wir machen erst wieder die Schritte, die ihr üben könnt. Stellen kurz die Puppe weg. Meine Schuhe. Ja, individuelle Übung. Es ist aber wichtig, dass ihr das so ein bisschen übt, diese Bewegung. Ja. So, ihr müsst euch vorstellen, wo habe ich den Arm gefasst? Ich habe hier im Arm gefasst. Da stelle ich mal ein bisschen das Bein nach vorne. So, dann mache ich hier diesen Halbkreisschritt. Wenn ihr seht, ich stehe auf der Linie und fege dann mit dem anderen Fuß den Schuh oder den Fuß einfach unten weg. Ja, zeige es nochmal. Zack, zack. Ja, den Schuh schön nach vorne schieben und dann holt ihr wieder zurück. Das machen wir diesmal beidseitig. Und zwar fünfmal in die eine Richtung, fünfmal in die andere Richtung. Okay? Und los geht's. Warte, du musst mit dem Bein nach hinten gehen. Nein, nochmal zurück. So, bleib schnell. So. Und jetzt fliegst du hinterher. Genau. Und denk mit der Fußsohle ein bisschen in den Fuß drehen. Ja. Ich bring dir wieder zurück. Genau, sehr gut. Jawohl. Gut. Noch einmal. Super. Hast du wie tanzen, gell? Ja, gute Jule kann man sagen, guter Tänzer sein. So, andere Seite. Stehen wir vorne hin. Andersrum. Da ist dein Gegner, da hast du den Arm gepackt. Ja, da ziehst du ihn. Warte, komm ein bisschen weiter vor. Noch ein bisschen. Jawohl. Da ziehst du ihn. Da geht dein Bein nach hinten. Andersrum. Da geht dein Bein nach hinten. Und mit dem Bein haust du ihn hin. Nein, so. Ja, haust du das Bein weg. Also noch. Zug im Arm. Andersrum. Mit dem Bein geht es nach hinten. Ja, und jetzt hier haust du hin mit dem Bein. Jawohl, super. Ja. Zug im Arm. Genau. Boom. Gut. Und noch zweimal. Zug im Arm. Jawohl. Zug im Arm. Jetzt dann nach hinten. Nach hinten. Und noch zurück. Genau. Und jetzt ist es ein bisschen weit weg, aber egal. Und noch ein letztes Mal. Zack. Jawohl, der war spitze. Stell dich mal hin, das kannst du mal hier machen. So, da bleibst du stehen. Wenn du mal siehst, wie es geht, ein bisschen weiter stehen, sonst fällst du um. Ja, ihr dürft nicht so stehen. Ja, so fällt ihr immer um. Erinnert euch, wie sieht eine Pyramide aus? Eine Pyramide steht immer so. Wenn die Pyramide auf der Spitze steht, dann wird sie umfallen. Ja, deshalb stehe ich immer breitbeinig hin. So, die Alina hat hier meinen Arm. Und jetzt zieht sie mich hier. Und jetzt geht sie mit dem Bein nach hinten. Dem Bein nach hinten. So, und jetzt will ich gerade aufdrehen. Jetzt haut sie hier mein Bein. Boah, Mann, da haut sie mich hin. So sieht der Wurf aus. Ja? Top. Ist aber schon Orangegurtwurf. Ko-Uchi-Barai, Orangegurtwurf. Jetzt machen wir einen Gelb-Orangegurtwurf. Das ist Ko-Uchi-Gari. Mach ich nochmal mit den Schuhen. Ich weiß, die U12er von euch, die können jetzt wahrscheinlich schon. Da könnt ihr schon mal loslegen. Ja? Die U12, Leute. Jetzt steht es seitlich da. Seitschuss springen, 1, 2 und dann haue ich das Bein von hinten weg. Seitlich stehen, 1, 2, bumm. Ja? Fünfmal die eine Seite, fünfmal die andere Seite, Alina. Steh ein bisschen in die Mitte rein von dem Menschen, den du da hast und los geht's. 1, 2, kabum. Ne, mit dem Bein. Nochmal. 1, 2. Jetzt, bumm, genau. Und nochmal. Mit dem Bein zuerst, jawohl, super. Und jetzt, bumm, jawohl, noch zwei hast du. Bumm, genau. Jawohl, und andere Seite machen wir. Andersrum stehen,